Ach so, das sind die. Halt sie auf! Genau, versuch mich abzuhalten. Au, oh, das wollte ich nicht. Okay. Und überlass den Typen. Sehr gut, so mag ich das. Alles läuft genau, wie ich es geplant habe. Boom. Oh ja, dann greifst du den an. Genau. Greif immer die an. Nelin, willst du mich ärgern? Hep, weg da. So, eine Zahnung aktiv. Und einmal den überlassen. Okay. Ich habe vergessen, was gegen dir am effektivsten war, deswegen warten wir jetzt einfach mal kurz, dass sein Schild dann weg ist. Ja, kloppen kann ich ihn eh nicht. Ist nicht gut. So. Hoff. So. Johnny Greenteeth ist hier? Ich sagte doch schon. Johnny erinnert sich an vieles, was andere lieber vergessen. Ah. Johnny Greenteeth, das war der Typ da aus der U-Bahn, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Bin ich ja auch schon mal durch. Da war der Kampf-Robo. Ist der mir gefolgt oder was? Ich kenne diesen Zorn. Er jagte mir beinahe Todesangst ein. Oh. Brauch mehr Energie. Alter. Ah, da hockt einer drauf. Okay, wir können einen neuen Kombo-Teil freischalten. Dann nehmen wir... Wo sind wir gerade? Ach sorry. Da war ich gerade. Heilschläge. Da noch irgendwo was frei eigentlich? Nö. Okay. So, dann. Ich nehme Tor 3. Was befindet sich dahinter? Nichts. Das ist schön. So, da haben wir wieder so ein Ding gefunden. Was befindet sich hinter Tor 4? Sieht aus wie eine größere Arena. Ah. Cool. Schau an, wie eifrig sie die neue Ära der Erleuchtung verhindern will. Sie will, dass wir weiter in unserem düsteren Individualismus leben. Geht, meine Kinder! Teilt meinen Traum mit ihr! Klingt irgendwie so ein bisschen ostdeutsch, ne? Geil, meinen Traum mit ihr! Alter, hübsch noch einmal! Okay, ich bin soweit. Damo! Geil, meinen Traum mit ihr! Mein Traum! Ja.
Charles Traum! Wer ist Charles? Ja, sehen wir es mal wieder. Er hat auch seine eigene Motivation, warum er das so durchziehen will wahrscheinlich. Hau die Jungs platt. Bam, bam. Erlebe die kollektive Kraft! Ja, mache ich gleich. Töte sie nicht! Ich will ihr Gedächtnis kosten! Komm! Was ist denn das schon wieder hier? Weißt du was? Es geht so schneller. Noch jemand was aufzumachen. Ihr Verstand interessiert mich nicht mehr. Überlass ihn halt. Überlass ihn, überlass ihn, überlass ihn. Sagen wir doch selber. Ach, das sind große Dinger. So, komm, jetzt kriegst du eine Logikbombe angepackt. Oh, Individualismus hat ausgedient! Totale Verschwendung! Was haben wir noch? Raserei, Rost und Frieden. Na ja, komm, hauen wir mal das raus. Damit lassen wir uns mal ein bisschen Heilung ein. Ein bisschen Cooldown Reduction, so. Individualismus hat ausgedient! Ich bin für Individualismus schon zu haben. Wenn ich es denn aussprechen kann, oder? Individualismus. Ja genau, dankeschön. Individualismus hat ausgedient! Au. Das ist ein Bodycheck. Ich hab ihn kaputt! Jetzt, Jungs, wollen wir so spielen? So. Das lief doch ganz gut. Oh oh, jetzt kommt irgendwo. Ah! Autsch! Kommt Johnny jetzt uns helfen? Niemand verhindert, dass ich meine Arbeit beende. Und du, Gedächtnisjägerin, wirst nicht länger. Nein! Oh. Tja, für Quaid ging's bergab, würde ich mal sagen, ha? Huh? Ja, die Wissenschaft ist auch nicht mehr das, was es immer war. Hüpf. So. Patrick Quaid. Können wir dem helfen? Komm schon, mein Kleiner. Bart, hier ist Nelin. Hörst du mich? Wir holen dich hier raus. Quaid! Er ist mir aus dem Kopf. Danke. Ja. Oh, danke, oh, oh. Gedächtnisjägerin. Danke für das Öffnen der Türen.
Johnny Greenteeth. Sie waren nicht nur das Subjekt eines Experiments, oder? Dr. Green? So leer. So wahr. Die Vergangenheit ist ein fremdes Land. Ich sorge dafür, dass jeder erfährt, was dir hier angetan wurde. Wir waren Monster. Aber wenigstens waren wir frei. Er wollte uns zu seinen Sklaven machen. Quaid ist tot. Es ist vorbei. Code Schwarz. Authentifizierung akzeptiert. Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. Was? Ja, es ist vorbei. Sebastian hat bezahlt. Jetzt bist du dran, Gedächtnisjägerin. Dann gehört es mir. Und dieses ganze Grauen wird von den Flammen verzehrt. Küss unser tausendfaches Hirn. Es ist... Ich sehe. Okay. Einmal hier. Das ist mit Power was in die Fresse. Du hast uns alles gesehen. Wir töten dich in seinem Namen. Okay. Lass mich raten. Komm. Hau ihm was, Nelly. Geht das vielleicht? Die Jungs kann ich, glaube ich, auch nicht überladen, ha? Schade eigentlich, das wäre lustig. Gesichtslose Tod. Schatten des Zweifels. Ja, Schatten des Zweifels. Ungenannter Tod. Ah, fuck! Dickte Bedrohung! Ich seh dich! Ja, ich dich auch. Gerade. Sonst hältst du dich ja eher bedeckt, ne? Okay, das war's. Der Gesicht. Das lief richtig gut. Ja, komm, ruf die Verstärkung. Ach, Mann. Ich liebe dieses Kampfsystem. Schatten des Zweifels. Ich hasse diesen Kerl. Ich hasse ihn so sehr. Er ist so das Arschloch. So, jetzt komm hier. Deckte Bedrohung. Ich muss hier ein paar von den Jungs erstmal einen Platz hauen. Der gesichtslose Tod. Ja, genau. Ungenannter Tod. Ja, dann springst du ihn. Nee, denn ich liebe dich echt. Das war's schon wieder. Es ist doch zum Kotzen, ey. Weißt du was? Fick dich, Spiel. Ja, ja, so, komm. Ich noch irgendwelche Kicks über. Ich in ihre Haut! So, dann machen wir da halt einfach nur Heilung rein. Gesichtslose Tod. Komm. Was
Hauen sie kaputt. Und heil dich dabei. Lalala. Echt? Wo bin ich denn? Okay, ich zeig dir eine versteckte Bedrohung. Mein Freund. Ich weiß ganz genau, wo du bist. So, jetzt hier noch den rein. Zack. Ja, jetzt schreit er einmal. Das wird über sie her wie den erlösenden Tod. Ich muss jetzt echt wieder erstmal in Legendos abwarten. Ich brauche Heilung. Gesichtslose Tod. Lass mal stecken, das mit dem gesichtslosen Tod. Auch die Schatten des Zweifels kannst du getrost weglassen. Ich seh dich. Deckte Bedrohung. Was für Spaß, du Mistsau? Ich hab hier irgendwie gerade keinen. Dein scheiß Homies da. Oh, ey. Ungenannter Tod. Ja, ich hab eine Möglichkeit. Die hat nur gerade Cooldown, mein Freund. Der gesichtslose Tod. Aber sonst noch was, Rost in Frieden, eine Logikbombe, aber natürlich sehe ich ihn nicht an. Schatten des Zweifels. Ich bin schon wieder fast tot, ey. Ich sehe dich. Ja, das freut mich für dich, ganz ehrlich. Noch eine Minute durchhalten, dann kann ich ihn wieder teleportieren. Gesichtslose Tod. Hab ich gerade Scheiße gesagt? Die haben ja Ausdrücke drauf. Schatten des Zweifels. Ich sehe dich. Ja, roll dich halt nicht ab. Da wieder ein paar Homies. Vielleicht können wir wieder spielen, mein Freund. Was? Was uns tötet, macht uns stärker. Das ist ungenannter Tod. So, jetzt ist hier wieder alles voll. So. Herzlichen Glückwunsch, wir dürfen wieder warten. Das ist der Hammer. Das ist echt so der Hammer. Der gesichtslose Tod. Kommt dann bestimmt gleich hier, benutzen Sie Sensendos, um ihm möglichst viel Schaden zu machen. Also um ihn Aua machen zu können. Schatten des Zweifels. Moment, so, schau mal. So. So.
Roll halt weg. Verdammt, noch eins. Der gesichtslose Tod. Ja, dann schreit er wieder ein bisschen rum. Halt so. Hau mir ihm aber was auf den Latz. Kick! Purifikation! Punch! Was kommt jetzt? Schuldig! Genug! Schuldig! Nein! Setz ihn fest! Nein! Es! Oh Mann! Ja. Sehr schön. Blade. Fallt über sie her wie der Fluss. Was uns töten. Komm. Schatten des Zweifels. Fallt über sie. So, das ist normal, das Ganze. Bam. Quick-Time-Events für sowas. Ich hasse Quick-Time-Events. Schuldig! Genug! Schuldig! Strafe! Das war doch ausgewichen. Das war das doch ausweichen. Meine Mutter ist siegreich, Alter. So, nochmal das Ganze. Ja, ja. Das kennen wir ja noch nicht. Genug! Das ist. Sag mal. Das wird mir jetzt langsam zu doof hier. Dieses Mistschwein. Was willst du denn von mir? Das ist doch ein Drück auf der Ausweichknopf hier, oder? Ne, warte mal. Ich sehe dich. Kann man hier vorne auch schießen? Gegte Bedrohung. Oder ist das dann. Ah, okay, ist egal. Ist egal. Du bist eh viel cooler als ich und overpowered. Wickelt mich in ihre Haut! Das ist das Schöne an Quicktime Events. Man darf alles 100.000 Mal machen. Bei Quicktime Events sind scheiße. Ich sehe dich. Einfach als standardmäßiges Video machen. Das ist so toll. Als verdammtes Quicktime-Event. Das macht mich aggressiv. Deckte Bedrohung. Ungeahnter Tod. Jo, roll halt nicht zur Seite. Ich bin zu viel. Ja, lauf mich nicht. Was? Cool! Halt selber die Fresse, Mann. So. Was ist denn das? Was ist denn das? Einmal ihm was. Oh, nicht auf die Ruhe gehen. Nein!
Komm schon. Es ist hier einfach gerade stumpfes Aufklatschen. Gerade Bedrohung. Okay, so. Bums. Hi, Bums. Ja, genau. Sehr gut. Wir brauchen also noch mal ein drittes Mal. Lass das bitte töten, ist nicht schön. Schatten zu zweifeln. Überrollen, ja, da kommt er wieder. Seh dich! Guck weg! Die Hydra wird siegreich sein! Hau ihm! Hau ihm! Okay. Versuchst du eine scheiß Hydra? Lauf rum! Oh Mann! Okay, Kick! Purifikation! Punch! Tolles Video, epischer Kampf, großes Gemetzel. Oh mein Gott, Bad Request will ihn gleich angreifen, glaube ich. Tatsache, Bad Request ist da. Ich schmeiß ihn runter. Und jetzt springe ich ihm hinten auf den Rücken. Und dann muss ich überlasten. Johnny, befahl die Zerstörung der Laboratorien. Alles wird in die Luft fliegen. Du musst raus hier. Bad Request, ich will... Ich kann Bad Request doch nicht, Alter. Komm, nimm ihn mit, Mann. Ist er tot, oder was? Scheint so. Bad Request. Nein. Die Menschheit ist eine zerbrochene Reihe freier Menschen, die aufgrund ihrer Subjektivität isoliert sind. Ja, das klingt logisch. Der Brodem der Bastille hat sich verzogen. Ich sehe alles klar. Memorize, Sensen, die Leaper, die grausamen, geheimen Experimente. Alles hängt zusammen. Ich will diese falsche Utopie zerplatzen lassen, sie zerfetzen. Ich muss den Konzeptionswürfel finden, im Herzen von Charles Cartier Wells Mnemopolis. Dort wird der Sensenfluch gehütet. Sicher und warm, im kobaltblauen Schein von Memorize zentralen Servern. Nichts wird mich davon abhalten. Weder die mörderischen Maschinen, noch die brabbelnden Leaper, oder der Vater, von dem ich nichts mehr weiß. Episode 7. Das verlorene Paradies. Lass Memorize implodieren, sodass die Welt selbst den Namen Cartier Wells vergisst. Wenn alles vorbei ist, stoßen wir auf David an. Danke, Olga. Wow, was für eine Rekrutin. Du hättest sie früher anheuern sollen. Okay, Konzentration. Finde den Zugang zum Hauptsicherheitsposten von Nemopolis.
Ja, aber das werden wir beim nächsten Mal machen, denn ihr wisst ja, ich werde immer nur eine Episode immer auf einmal aufnehmen und dann erstmal eine Pause einlegen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Freunde. Und Tschüssikowski. Wie? Jupp. Ciao.